Herr Präsident, liebe Frauen und Männer, wenn so viele Leute an einem Samstagmorgen sich Zeit nehmen, zu einem Thema, das ja eher ein bisschen abstrakt tönt oder ein bisschen theoretisch, der schweizerische Weg in der Weltfinanzkrise, dann zeigt das, dass viele Leute eigentlich eine Frage haben und sie möchten etwas darüber hören. Ich stelle fest, dass in der Bevölkerung über die Situation viel Verwirrung, Orientierungslosigkeit, Ratlosigkeit ist. Das ist an sich nicht unverständlich. Wenn man so einen Einbruch hat in der Konjunktur, wenn so viel sich bewegt und man nicht weiss, wodurch, dann kommt der Mensch mal zuerst Angst über. Dann findet er, oh, man sollte alle das machen, das machen. Alle fangen auf losschwätzen. Und am Schluss kommt man nicht mehr raus. Und darum bin ich heute hierher auf die Einladung von der zürcherischen SVP und sage, schauen wir die Sachen mal an, wie sie ist. Machen wir da, wo in jeder schwierigen Situation das Wichtigste ist, eine Standortbestimmung. Wo stand ich eigentlich? Was soll ich noch machen? Was könnte man machen und wie wird es rauskommen? Ich versuche das. Ich muss sagen, es ist wirklich alles schnell gegangen. Ich glaube, vor einem halben Jahr, wenn ich so einen Vortrag ausgeschrieben hätte, wären wahrscheinlich gar nicht viele Leute gekommen, weil sie gar nicht beunruhigt waren. Wie sieht es aus? Ich glaube, dass wir heute eine weltweite Finanzkrise haben, eine Bankenkrise, da muss ich nicht mehr drauf eingehen. Das wissen heute alle. Die Banken sind zusammengebrochen, wo wir vor einem halben Jahr noch nie gedacht haben in Amerika. Praktisch alle Staaten der Welt haben heute so etwas wie eine Staatsgarantie abgegeben für die Banken. Wir kommen auf das noch zurück. Und etwas anderes vergisst man ein bisschen, nämlich immer, wie sieht eigentlich die allgemeine Konjunktur aus? Das, was wir heute haben, und Sie spüren ja, dass die Konjunktur schlechter wird, das hätte man schon länger sehen können. Aber es gibt ja so gescheite Prognoseninstitute in der Schweiz, bis zum SECO, an der ETH, die berechnen einmal die Konjunktur in Zukunft. Und zwar bis auf eine Stelle nach dem Komma. Und alle diese Prognosen haben immer eins für sich, sie sind immer alle falsch. Darum ist es nicht schlecht, wenn man die Sachen praktisch anschaut. Aus der Erfahrung hat mir ein Bürger geschrieben, die letzte Woche, etwas, was ich nicht mehr gewusst habe, wo es mich betrifft. Ich musste so lachen. Der hat gesagt, wissen Sie noch, was Sie im November 2007 gesagt haben über Konjunktur? Am Teleblocher habe ich gesagt, was ich hier als langjähriger Unternehmer eigentlich gesehen habe, wir werden eine schlechtere Konjunktur bekommen. Bereits 2008, das wird sich 2009 verschärfen. In den USA fängt es an, ist immer so gewesen. In den USA gibt es eine Rezession, habe ich gesagt. Ja, ich habe gefunden, es ist so. Und wir sollten uns darauf warten. Die Unternehmer machen euch parat auf schlechtere Zeiten. Der Bund macht euch parat auf schlechtere Zeiten. Du nicht so Projektgenehmigungen, die du später nicht erfüllen kannst und so weiter. Ich habe es nicht mehr gewusst. Die Schweizer Städtebauagentur hat das aufgenommen, veröffentlicht. Dann sind die Reaktionen gekommen. Immer wenn ich etwas sage, gibt es Reaktionen. Das ist ja, das ist ja so. Selbstverständlich negative. Es ist furchtbar, Berner Zeitung, mag mich noch erinnern. Es ist furchtbar, was der Blocher hier behauptet. Das sage ja. Schwarzmalerei, er würde ja gescheiter Vertrauen erwecken. Sag ich, ja, du hast schon recht, aber meine, du hast dann Vertrauen erwecken, wenn du etwas sagst, was nicht stimmt. Das weiss ich so nicht. Oder wo ich nicht denke. Dann haben sie den Professor Jäger geholt, wo ich befreundet bin, also ein guter Ökonom, das ist klar. Der hat ihm ein Interview erklärt, das sei schlimm, was der Blocher da sagt. Man merkt, dass er kein Makroökonom ist,
und er sollte nicht über Dinge sprechen, die er nicht versteht. Und dann hat er seine Prognose gemacht. Es sei überhaupt nicht wahr, dass es eine Rezession oder so etwas gäbe. Sie werden sehen, in der Schweiz, die Konjunktur wird hoch bleiben. Im Jahre 2009 3% Wachstum. Es gäbe keinen Börsencrash, ausschliessen. Denn in Amerika, die Bankenkrise werde zu nichts führen. Und ich sollte schweigen. Ich habe es nicht gesagt, zum Recht zu bekommen, dann müssen Sie mich gut verstehen. Sondern ich habe das Gefühl, es ist wichtig, dass man weiß, wie es aussieht, sonst macht man es falsch. Und das gilt jetzt auch für heute. Wie sieht es echt aus? Und was ist echt das Richtige? Sie haben dann auch noch gefragt, Ende Dezember, ob er auch Aktien kauft, in den letzten zwei Monaten. Hat er gesagt, ja, ja, zum Beispiel UBS. Nein, Sie sehen, mein Vorteil war, dass ich keinen gekauft habe. Ja. Ich sage nur, mit dem passen Sie auf, mit diesen Prognosen. Und wir haben zu lange gewartet mit der Konjunkturprognose, um zu sagen, wie es ist. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, wieso bin ich zu einer anderen Beurteilung gekommen. Ich bin nicht gescheiter, ich bin nicht intelligenter. Ich bin zum Glück kein Makroökonom, wenn ich die Prognosen anschaue. Aber es ist eine Lebenserfahrung. Und auf die können Sie gehen. Nach jeder Hochkonjunktur gibt es ein Tief. Es geht nie, weder im Leben noch in der Wirtschaft, nur immer durchauf, sondern immer auch wieder durchab. Das muss man betonen in der Hochkonjunktur. Heute kann ich Ihnen aber auch den Trost geben. Es geht nie nur durchab, es geht immer auch wieder durchauf. Ja, ey. Das ist ein Zyklus. Man verzichtet jetzt darauf zu erklären, warum das so ist in der freien Marktwirtschaft. Also in den sozialistischen Planwirtschaftsländern. Dort gilt es nicht. Dort geht es nicht immer durchauf und dann wieder durchab, sondern dort geht es immer nur durchab. Es gibt eine menschliche Eigenschaft und die Unternehmen, die Wirtschaft, der Staat, alle werden von Menschen geführt. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe guter Tagen. Da merkt man immer erst, wenn es durchabgeht und man drinnen ist. Das könnte sich selber überprüfen. Bei mir stimmt es auf jeden Fall. Wenn es einmal wieder drinnen ist, sage ich, ja, das hätte ich auch nicht machen müssen. Ich war immer ein sparsamer Unternehmer, aber wenn wir in die Rezession sind, haben gesagt, ja, das hätte man nicht unbedingt bauen müssen. Ja, das hätte man auch kleiner machen können. Ja, den haben wir auch hier reissen lassen. Es ist einfach so. Und man will es nicht sehen, man will es nicht wahrhaben. Sie müssen mal die Voraussagen noch, wo der Bund abgegeben noch vor ein, zwei Monaten anschauen, über die Konjunktur, wo doch jeder Unternehmer bereits gespürt hat, aber man hat es nicht wieder gesehen. Die ganze Sache ist eine Reaktion auf die Hochkonjunktur, auch in Amerika. Wie hat es denn in Amerika angefangen? Fängt ja immer in Amerika an. Da kannst du auch einen Erfahrungslauf. Nach anderthalb bis zwei Jahren ist es immer bei uns. Das ist mein Grundsatz. Wenn es in Amerika anfängt zu wackeln, musst du aufpassen, es kommt auch zu uns. Es war ja damals wieder so gewesen. Amerika hat eine Hochkonjunktur gehabt, nach dem Krieg wie noch nie. Etwa 12 Jahre. Unglaublich. So viele gute Tage. Das mag dann vor allem Amerika nicht ertragen. Ne? Weil die tun ja schnell überpurzeln. Oder? Die sind nicht so vorsichtige Hirtenknaben wie wir hier in der Schweiz. Haben ein Willwort da vorne. Was haben sie gemacht? Zum Beispiel Bank, wenn wir mit dem Beispiel sind. Hypotheken gegeben. Unglaublich, bis ans Dach kam, weil sie gesagt haben, ja, Grundstücke steigen ja immer, kannst immer höher gehen, immer höher gehen. Papier noch, nachher haben sie alle Hypotheken in den Kessel gehabt. Gesagt, jetzt machen wir aus dem auch noch Gesellschaft, dann kannst du noch Aktien kaufen von dieser Gesellschaft. Du hat niemand mehr gewusst, was dort drin ist. Nachher haben sie es miteinander noch verkoppelt. Am Schluss, das gehört, dass ein Papier hat gar niemand mehr gewusst, was das ist. Das sind typische Hochkonjunkturblüten. Man meint, es geht immer darauf. Und angefangen hat es, weil
Konjunktur abgegangen ist. Und was ist, wenn die Konjunktur abgeht? Grundstückpreise sinken. Auch in der Schweiz. Da bin ich den Schweizer Banken ein bisschen böse, weil die wüssten ja das. Es ist ja noch nicht einmal 10 Jahre her, immer in der Schweiz gleich. Da haben die Banken 50 Milliarden abgeschrieben. Wir wissen, wir erinnern sich gar nicht mehr daran, wie die Grundstückpreise gesunken sind. Und jetzt ist in Amerika wieder das Gleiche passiert. Dort hat es angefangen. Und das hat zu dieser Bankenkrise geführt. Und plötzlich hat man gemerkt, da sind ja ein Haufen Luftblätter, ist alles nichts wert. Und ganze Gesellschaften, alles Hochkonjunkturblüten. Und bis es zusammengekrachert ist, in einem Ausmaß, wie wir nicht gedacht haben. Aber auch der Staat und Gesellschaft, wenn Sie die Gesellschaft schauen, der Frühling hat mir ein Hotelier gesagt, im Engadin, wissen Sie, es ist unglaublich, was da geprasst wird. Sie, ich werde manchmal fast rot, hat mir die Wirtin gesagt. Junge Leute, die ich Gefühl habe, die haben gar noch nicht angefangen zu arbeiten, bestellen Wein, wo die Flasche 3000 Steine kostet. Ja, merken Sie die Dekadenz. Als ich hier in der Stadt Zürich war, vor 2 Jahren, und ich hörte, was die hier machen, die Partystadt, oder? Ich habe ja nichts gegen eine Party, aber eine Partystadt als Lebenszweck, wo jeden Freitag, natürlich alles im Drogenbereich, wenn Sie sich im Klaren sind, oder? Das grosse Ding, das ist die Dekadenz, das ist, ja, das kannst du in guten Jahren machen, so prassen. Wenn Sie schauen, 2008, 2008, das war ja ein schönes Fest. Aber das hat fast die ganze Politik beansprucht. Ich habe nicht gegen Brot und Spiele. Aber es sollte nicht der Inhalt sein von der Politik. Vielleicht hätte man sich ja besser ein bisschen über die Grundlage des Staates und vom Vorkommen der Leute beschäftigt. Und man hat Millionen ausgegeben. Einen grossen Teil der Armee hat man eingesetzt, für das hier ein paar können schütten. Nein, Sie müssen mal realistisch sehen. Und dann haben da dran natürlich Leute Hunderte von Millionen verdient, steuerfrei und so weiter. Sie sehen, es stimmt etwas nicht. Und das ist alles, was wir jetzt haben, eine Reaktion. Mir ist da in den letzten paar Monaten immer wieder die Geschichte in den Sinn gekommen. Man tut sich dann als einfach erinnern, oder? Unsere Mutter hat immer Geschichten erzählt, oder? Die berühmte Geschichte vom König von Babylon. Und da am Tisch hocken, nach Jahren prasset und gross angegeben. Und am Tisch sitzt er auf einmal unter Geisterhand und schreibt dann: Mene, mene, Tekel, gewogen und zu leicht befunden. Und der ist ein bisschen weiss geworden und hat gesagt: Hau, was haben wir auch für Mist abgelassen? So ist es doch. Es ist nicht eine einmalige Geschichte, es kommt immer wieder. Es ist auch immer wieder gekommen und müssen wir auch ein bisschen, was wir machen. Im Staat. Wir haben die Ausgaben beschlossen in einem Plan bis ins Jahr 2015. 3,5% Wachstum jedes Jahr und haben gesagt, das liegt über dem Wirtschaftswachstum. Sie sehen, was man gemeint hat. So geht es zu. Wenn Sie die Diskussionen schauen und die Beschlüsse, die wir gefasst haben, absolute Fantasieprojekte, Klimapolitik. Wie viel haben Sie die letzten paar Wochen gelesen über Klimapolitik in der Zeitung? Wie viel haben Sie gelesen vor 2 Jahren? Und zwar sind die Leute fast gesteinigt worden, die gesagt haben, hey, passet auf, sind realistisch. Schauen da, was machbar ist. Wissenschaftler, die man zwei Kollegen, die wenigen Zeitungen in der Schweiz, die gesagt haben, lassen Sie es, hört auf mit dem, mit dieser Weltuntergangsstimme, die man da vom hohen Ross oben runter macht. Die sind eliminiert worden. Da hat man gesagt, das ist gar kein rechter Wissenschaftler und so weiter. Heute ist alles schon fertig. Jetzt geht es wegen etwas anderem los, wegen der Wirtschaft. Und dort haben wir leider einen Haufen Beschlüsse gefasst. Die können wir gar nicht zahlen. Die können wir gar nicht machen. In der Energiepolitik, die vorausgesagte Energiesteigerung von 10-20%, wollen Sie nicht meinen, das sei irgendeiner, der sich da gross bereichert. Das haben Politiker so gebastelt. Man hat eine Liberalisierung beschlossen. Hat man dem gesagt, das ist ja das Gegenteil. Dem grossen nationalen Netz, wo jetzt belastet werden. Man hat gesagt, jeder soll noch einen halben Rappen zahlen für Förderung von
Alternativprojekt, oder? Da kommt natürlich jeder daher und hat auch noch etwas, wo er Geld will. Wir fördern dieses Projekt, das sind Gestehungskosten 90 Rappen, also viermal mehr als die heutigen höchsten Energiekosten. Alles, alles Fantasie, Entwicklungshilfe. Wenn wir 5 Milliarden ausgeben, wenn sie die Frage gestellt hat, nützt das etwas? Ho, was ist das für ein trauriger Scheib? Das, der ist gegen die Entwicklungshilfe. Ich erinnere mich, ich habe in einer Kommission gesagt, wir haben jetzt doch die ganze westliche Welt nach dem Krieg so viele Milliarden auf Afrika geschickt. Wo wir angefangen haben, war das Bruttosozialprodukt von Afrika 2% vom Weltbruttosozialprodukt. Heute ist es 1%. Also hat doch alles nichts genützt. Vielleicht müsste man einen anderen Weg suchen. Da sofort in den Medien. Blocher sagt, die Afrikaner seien faul. Ich habe nichts gesagt von dem. Ich habe gesagt, es hat nichts genützt. Sie dürfen die Frage nicht stellen. Wichtig ist, wichtig war nicht, dass man den Afrikanern hilft. Wichtig war, dass man sagen kann, ich bin ein guter Mensch, ich Geld geben. Obwohl es natürlich Politiker gehen sie nicht selber, es gehen zu anderen. Nur fürs Gute anstehen. Ich habe mich geärgert, ich bin Mitglied der Landeskirche. Wenn ich in Gottesdienst bin, sind da so Fähne gegangen. 0,7, man müsse die Entwicklungshilfe 0,4 auf 0,7 erhöhen. Unterschreiben Sie dann beim Ausgang, oder? Wenn Sie so richtig geladen sind, wenn der Pfarrer predigt hat, musst du etwas Gutes tun, laut schreiben für 0,7. Hat ja niemand gefragt, nützt es etwas oder nützt es nichts. Aber kannst du heimgehen und sagen, jetzt bin ich ein ganz guter Mensch. Erstens in der Kirche gewesen, was ja auch falsch ist, wenn Sie in die Kirche gehen, weil Sie ein guter Mensch sind. Und dann gehen Sie noch heim und unterschreiben das noch, es nützt nichts. Gestern? Nationalrätliche Kommission habe ich gehört, erhöht die Entwicklungshilfe in dieser Situation ohne Sinn von 5 Milliarden um 800 Millionen. Nur damit sie auch in der Welt kann sagen, wir geben auch viel. Das ist kein schweizerischer Weg. Wir sollten es besser machen. Wir sollten etwas machen, das nützt. Das muss nicht unbedingt viel kosten. Könnte ich noch viele Beispiele bringen. Bildungsbereich. He? Das ist jetzt mit drin. Projekt Harmus. Das Projekt, wenn Sie es anschauen, kostet viel, gibt eine schlechtere Bildung. Hauptzweck: Entlastung von Lehrern und Entlastung von den Eltern, damit sie die Kinder abgeben können. Hochkonjunkturprojekt. Ich habe Kind. Was müssen wir machen, dass ich es abgeben kann? Sie merken, wir könnten noch ziemlich viel Speck, um etwas machen können. Nämlich all den Unsinn beerdigen. Wenn wir in der Weltfinanzkrise jetzt ein paar Worte sagen, wie ist das zu beurteilen? Also, das erste Mal, Sie müssen wissen, ich gehe davon aus, wir haben einen Konjunktureinbruch, der ziemlich rasch und heftig wird sein. Im Vergleich zu den früheren Einbrüchen, die waren auch, heftig, aber nicht so rasch. Mit dem müssen wir uns abfinden. Ich kann Ihnen also nicht hier sagen, kommt, wir haben keinen Einbruch. Aber ich kann Ihnen sagen, wir müssen nicht so Angst haben davor, wir können ihn überwinden. Andere ist nicht realistisch zu sagen, es werde uns nicht passieren. Ich glaube aber, dass die Schweiz gut gewappnet ist, in den Unternehmen. Warum? Unsere schweizerischen Unternehmen sind im Vergleich zum Ausland gut finanziert. Sie haben eine gesunde Bilanz. Da müssen Sie mal schauen, wie ausländische Unternehmen mit wenig Eigenmitteln, die läuft natürlich schneller. Und so kann ein Unternehmen, namentlich die guten Unternehmen, auch mit weniger Gewinn, auch mal mit einem Verlust durchkommen. Jetzt geht es ums Durchkommen, nicht zum Sagen, habe ich ein bisschen mehr Prozent Gewinn oder nicht, sondern das Durchkommen. Auch der Staat. Wir haben viel Polster. Wenn Sie an die Investitionen denken, Strassen, Bahnen, Schulhäuser und so weiter, da haben wir auch einige Jahre durchgekommen, ohne dass man da jetzt muss dringend investieren muss. Also wir sind relativ gut gewappnet. Wir werden
müssen da durch, aber wir sind gut gewappnet. Wir haben als Kleinstaat enorme Vorteile. Ökonomische Vorteile. Wir können handeln. Zweitens, wir sind relativ flexibel. Wir haben eine Tradition der Eigenverantwortung. Natürlich wird es immer wieder unterwandert. Jeder versucht, bei uns sich selber zu wehren. Jedes Unternehmen. Der kann nicht gerade immer Geld holen, wenn Sie jetzt hier schauen, in Amerika, General Motors, Ford, berühmte Autofabrik, oder? Die gehen zum Staat und sagen, jetzt muss ich ein paar Milliarden haben. Das ist nicht Schweizer, also sie gehen schon. Das habe ich schon gelernt, dass der Bundesrat hat einen Haufen, die kommen. Aber in der Regel kommen sie nichts über. Ja, Sie müssen wissen, da sind dann die, die Geld wollen in Bern, da sind auch nicht nur Glossare, die hier ums Bundeshaus herumschleichen. Nein, nein, da. Aber in der Regel ist man in dieser Beziehung eigentlich grundsätzlich, weil das Volk will nicht, dass man solche Sachen macht. Das ist der Vorteil von der direkten Demokratie. Politiker haben Angst vor dem, das ist wichtig. Wir haben eine gute Berufsausbildung. Wir haben immer im Vergleich zum Ausland, absolut, das ist eine andere Frage, aber im Vergleich zum Ausland und eine gute Arbeitsmoral. Darum werden wir den Weg können, meistern. Aber wir müssen Abschied nehmen von diesen Wunschträumen und wieder her zur Lebensrealität. Das ist einfach. Abschied nehmen vom Leichtsinn, von dem grösseren Ausstand, was es natürlich immer gibt in der Hochkonjunktur gibt es den. Und vom kurzfristigen Denken wieder zum langfristigen. Es ist eigentlich nichts, das ich Ihnen predige. Es ist alles schon da gewesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nur vergisst man es immer wieder. Da muss ich es immer wieder sagen. Ich kenne ja die Vorwürfe von Journalisten. Die sagen, sie haben 30 Jahre immer das Gleiche gesagt. Da habe ich gesagt, ja, das ist klar. Aber ich habe nicht immer das Gleiche gemacht. Das wäre wichtig gewesen. Das hätte ich nicht sagen. So, und jetzt gehe ich schnell mal auf die Banken ein, weil da tut es mir da jetzt einen riesen Salat in den Köpfen. Auch über die Notmaßnahmen vom Bund ist ein Salat in den Köpfen. Zuerst muss man halt mal wieder sehen, der Kreislauf vom Geld und das Funktionieren der Banken ist für ein Land, für eine Volkswirtschaft, für die ganze Bevölkerung von allergrößter Bedeutung. Das weiss man. Banken sind das einzige Gewerbe, wo man das Geld bringt, bevor man weiss, was man überkommt. Das ist sonst nie nicht so. Wenn Sie ein Auto kaufen, kommen Sie ein Auto über, Sie müssen etwas zahlen. Entweder sofort, oder wenn man Vertrauen hätte, sicherlich später. Oder Sie zahlen es zuerst, dann haben Sie das Vertrauen, dass der andere liefert. Das ist alles möglich, aber bei der Bank ist es anders. Sie bringen das Geld. Und sie hoffen, sie haben das Vertrauen, sie kommen es wieder rüber und noch mit Zins. Vertrauen ist das Maßgebende. Für alle ist das. Für die Unternehmen. Was macht das Unternehmen, wenn sie keinen Kredit mehr bekommen? Was macht das Unternehmen, wenn sie kein Geld mehr kann über die Banken machen? Der Zahlungsverkehr. Was macht der Einzelne? Sie, wenn sie ein Sparbüchli haben und so weiter. Ihre dritte Säule. Die zweite Säule, die Pensionskasse. Das Bankwesen ist wichtig und das hat man früher erkannt. Darum ist es eine primäre Aufgabe von jedem Staat, den Geldkreislauf und die Bankfunktionen zu erhalten. Darum haben wir eine Nationalbank. Das ist der Grund. Darum haben wir eine Bankenaufsicht, eine eidgenössische Bankenaufsichtskommission. Darum haben wir Bankengesetze, Regulierungen. Wahrscheinlich eher zu viel als zu wenig, aber haben wir. Weil das ist wichtig. Wenn das nicht geht, funktioniert die Wirtschaft nicht mehr. Und wie kein anderes Betrieb basiert es auf dem Vertrauen. Man vertraut. Wenn Sie einem ein Darlehen geben, vertrauen Sie, dass der wieder zurückgibt. Wenn Sie der Bank etwas bringen, vertrauen Sie, dass Sie es überkommen. Wenn Sie einen Kredit und so weiter, die Banken untereinander Kredit geben, Sie vertrauen darauf. Vertrauen. Und das ist kaputt gegangen mit dieser Bankenkrise. Das ist der Hintergrund. Keiner hat mich getraut.
Ja, wenn so einige Bankhäuser in Amerika zusammenbrechen, wo ich nie gedacht hätte, dass die zusammenbrechen können. Ich auch nicht. In einer Woche purzelt. Da haben sie doch Angst. Wem kann man noch vertrauen? Wenn die grösste Schweizer Bank, UBS, ist ja die grösste Bank, die stärkste Bank, plötzlich vom Staat muss gestützt werden. Merken Sie, das Vertrauen fängt an zu wackeln. Das ist eine Realität. Das ist jetzt so. Das haben die Staaten auch gemerkt, rasch, und haben versucht, das Vertrauen herzustellen. Weil die Bürger haben noch Vertrauen in sich selber, in die Steuerzahler. Und darum haben sie noch Vertrauen in den Staat. Nicht weil der Staat, muss man jetzt sagen, der Politiker, der jetzt in den Grind, nicht weil sie dort hocken, ist das so, sondern die Steuerzahler haben noch mehr Vertrauen. Und darum hat man müssen den Banken Sicherheiten geben und sagen, so, jetzt stellen wir Banken an, dass der Stimmbürger, dass der, oder von der Wahl zu Amerika, der Stimmbürger, dass der Steuerzahler, dass der Bürger sieht, wir stehen von den Banken an und in das könnt ihr sicher Vertrauen haben. Und wo das alle Staaten gemacht haben, in der Woche, hat in der Schweiz plötzlich die grossen Banken sind die einzigen gewesen, die keinen so einen Schutz der Banken hatten. Und dann haben natürlich vor allem die ausländischen Anleger angefangen, das Geld abzuziehen und zu sagen, jetzt gehen wir auf London, jetzt gehen wir auf Amerika, jetzt gehen wir und so weiter. Und darum hat die Schweiz müssen handeln. Kurz müssen handeln. Die Massnahme, die sie beschlossen hat für die angeschlagenste Grossbank, für die UBS, ist im Grunde noch nichts anderes als der ganzen Welt zu zeigen und dem Schweizer zeigen, habt Vertrauen, wir stehen dahinter. Das kommt jetzt direkt der UBS gut, weil sie angeschlagen ist, aber natürlich auch der anderen Grossbank. Das ist Vertrauen, das ist eine Notmaßnahme zum Volkswirtschaft zu retten. Und da setzt man auch den Grundsatz. Ich habe gesagt, man stützt kein Unternehmen, das in Konkurs geht. Das macht man nicht. Die müssen kaputt gehen, wenn sie nichts sind. Das ist in der freien Marktwirtschaft ist das so. Der Unternehmer muss wissen, wenn ich schlecht führe und wenn ich einen Flop baue, gehe ich zu Grund. Das ist die Stärke, dass die müssen und können sterben. Und jetzt werden sie sagen, ja, aber da gilt es nicht. Jawohl. Weil die sind so stark geworden, dass die ganze Volkswirtschaft bei uns abhängig ist und die kann man nicht mehr fallen lassen, weil sonst alles mitreisst. Das hat eine Schlussfolgerung. Die Schweiz, ich stand hinter dem Notpaket, aber nur weil es ein Kriegsrecht ist. Nicht Krieg im formellen Sinn, aber beim Krieg geht es auch darum, dass man Massnahmen treffen muss, die natürlich den gewöhnlichen Kreislauf außer Kraft setzt. Aber es ist eine Notmaßnahme, um das Land zu retten. Und das sind Notmaßnahmen, um die Volkswirtschaft und das Land zu retten. Ich glaube, die Nationalbank, sie hat ja alles gemacht in dieser Sache. Der Bundesrat hat es dann einfach noch müssen verkaufen. Aber die Nationalbank, meine ich, hätte eigentlich, so wie ich es beurteilen kann, eine gute Lösung getroffen. Erstens, es sind keine Staatsausgaben dabei. Es sind keine dabei. Das eine, die sind Darlehen von der Nationalbank, die verzinst werden müssen und zurückgezahlt. Und der Bund investiert, zuerst gibt er eine Anleihe für 2,5 Jahre, zu 13% verzinst. Und er nimmt das Geld auf. Jetzt haben Sie gesehen, die letzte Ausschreibung diese Woche. Der Bund kommt jetzt Geld über für 0%. Kein Zins, man muss noch zahlen. Das ist auch gefährlich für die Politik. Oh, fängt schon wieder an. Das. Man muss schon wieder warnen von diesen Sachen. Aber er holt 13%. Und dann muss er Aktien zeichnen von der UBS, er wird also Aktionär. Und wenn es gut rauskommt, ist das ein gutes Geschäft für die Schweiz und für die Nationalbank. Der Steuerzahler kommt jetzt nicht zur Kasse. Aber wenn es ganz schief rausgeht, wenn es einen Konkurs gibt, dann werden es Ausgaben. Nur damit man es in der Realität sieht. Das sage ich vor allem bei denen. Ich habe gehört, dass Bern einen Politiker, der sagt, ja, jetzt können wir Klotz ausgeben, wenn wir wollen.
Wir geben ja 60 Milliarden, geben wir ja da, 60 Milliarden geben wir ja da für die Banken, ob wir jetzt da noch Milliarden oder zwei, wir geben gar nichts. Und das sind Darlehen und Investitionen. Das Risiko ist da. Und die bange Frage ist, lange das und kommt das zurück? Nach dieser kurzen Zeit, wo man es gemacht hat, sage ich vorsichtig, man hat das Gefühl, weltweit, dass das Vertrauen im Banksystem wieder ein bisschen zurückkommt. Also es hat sich ein bisschen stabilisiert, aber ich sage Ihnen nicht, es passiert nichts. Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was da noch vorhanden ist. Namentlich da in den amerikanischen Banken, das weiß ich nicht. Aber es sieht so aus. Und darum stand ich hinter diesen Massnahmen. Auch unsere Partei steht dahinter, obwohl wir ja eine Partei sind, die nicht müssen. Wir sind ja nicht im Bundesrat, aber zur Rettung der Volkswirtschaft ist das wichtig. Nun, wenn das Vertrauen da ist, wenn wir sagen, wieso ist es denn überhaupt so weit gekommen? Ich lasse jetzt die amerikanische Sache da mit dem Grundstück und Subprime sein. Ich glaube, von den Ursachen müssen Sie sehen, warum haben die Banken so in der Hochkonjunktur übertrieben? Wieso ist das so masslos geworden, leichtsinnig? Da wird da viel diskutiert. Also das eine ist, man wird immer leichtsinnig, wenn es so gut geht. Die haben während Jahren Gewinn ausgewiesen, das geht der Baum, oder? Und sich an diesen Gewinn reichlich bedient. Und der Staat ist reichlich bedient worden mit Steuern. Der verdient übrigens am meisten an diesem Zeug hier. Weil der muss nichts mehr zurückzahlen. Die Aktionäre, die es verdient haben, die haben Kursverluste, oder? Also die verdienen am meisten. Ein grosser Teil von diesen Steuereinnahmen, die wir uns so geblufft haben als Politiker, wir haben doch Kasse da unten, wir haben Überschüsse, oder? Das sind natürlich alles Steuereinnahmen aus diesen guten Jahren, unter anderem auch von diesen Bankscheingewinnen, die hier vorhanden sind. Sie sehen, wir sind alle ein bisschen in dem Boot. Darum hat auch niemand richtig etwas gemacht, weil haben ja alle profitiert. Eins ist, weil das ist heute am Morgen über den Bonus zu impfen. Mache ich jetzt nicht, weil ich habe schon 2002 von dort weg ununterbrochen das Bonussystem angeprangert. Also, wenn ihr es interessiert, empfehle ich Ihnen dann meine eigene Literatur zu lesen. Albis Gürtli-Reh 2002, komm Bub und schau dein Ländli an. Das war ein schöner Titel, oder? Weil ich wollte sagen, da, schau mal an, was da passiert. Weil das Bonussystem ist ein Kabis. Vielleicht sieht man das jetzt und kann es zugeben. Warum? Man hat alle zusammen an so einen kurzfristigen Gewinn in dieser Bonusperiode gebunden. Ein Großteil wurde der Gewinn abgeschöpft. Und wenn es schlecht gegangen ist, haben sie wieder einen anderen Grund gefunden, warum man es machen muss. Sonst laufen sie davon. Im einen Fall haben sie gesagt, man muss es geben, weil es gute Gewinne macht. Und dann haben sie gesagt, man muss es geben, sonst laufen sie davon. Das kann gar nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren. Das Bonussystem hat im Grunde noch keine schlechte Grundlage gehabt. Man hat eigentlich gesagt, ja, man sollte die Mitarbeiter ein bisschen zu Unternehmer machen. Nur hat niemand gewusst, was ein Unternehmer ist. Nein. Sie haben gesagt, der Unternehmer wird auch reich, wenn es gut geht. Also muss man schauen, dass die auch reich werden, wenn es gut geht. Dann arbeiten sie gut. Dann haben sie aufgehört mit dem Satz. Dabei heisst der zweite Satz. Wenn es nicht gut geht, wird der Unternehmer mausarm und verlumpert. Weil er ist mit auf Gedeih und Verderb ist er ausgeliefert, dem Unternehmer. Und von dem wollte man nichts wissen. Das ist klar, oder? Und so kann man nicht Unternehmer sein, es gehört beides zusammen. Und dann hat man es natürlich ausgenutzt in dem Investmentbanking, oder? Wissen Sie, das ist ja so ein modernes Söldnertum geworden. Da hat man denen Millionen gezahlt, die gekommen sind. Dann haben sie schnell den Gewinn gemacht. Dann hat man die Kriegsbüte da, die haben sie dann aufgeteilt, oder? Grosszügig untereinander. Und wenn es fertig ist, sind sie ins neue Ort und haben dort wieder angefangen. Und was nachher war, das war fertig. Man hat das in den Banken versucht zu korrigieren, indem man die Leute zahlt hat mit Aktien, oder?
Aber es hat natürlich gleich immer viel Aktien wert. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, aber die Aktien sind ja heute nicht mehr so viel wert, ich habe nicht so viel verdient. Ja, ja, hat er recht. Aber ich nehme an, die werden ja noch viel wert. Man hat das Ganze an etwas gebunden und jeden Gewinn, den man gemacht hat, hat man sich selber zugeschrieben. Der Mensch hat dort Neigung, wenn es gut geht, ist er der Sieg, oder? Der ist er die Schuld. Wenn es schlecht geht, sind es immer andere. Ja, im Privatleben, wenn es gut geht, bin ich selber die Schuld. Und wenn es schlecht geht, sind die Eltern falsch gewesen, die mir gezogen haben. Und darum, die Banken, das ist die Sache der Banken, die haben radikal das System zu ändern. Da bin ich überzeugt. Und ich rufe auf, ich habe es auch der Bankspitze von der UBS gesagt, steht doch einmal am Morgen früh auf dem Münsterhof und ruft, wir haben einen riesen Kabis abgelassen mit dem Bonussystem. Das wird radikal geändert. Wir fangen neu an, seriös. Gute Löhne, gute Leistung wird honoriert, aber das System wird abgeschafft. Hat er gesagt, wenn er das machen würde, als erste Bank der Welt, ihr kommt noch den Nobelpreis über. Das wäre jetzt einmal innovativ. Und das muss jetzt gemacht werden, das hat es niemand machen wollen, niemand will. Im Grunde genommen wissen es alle. Aber sie wollen es nicht machen, es tut weh. Und vor allem zuoberst sich selber. Und durch den zweiten Grund, schon vor Jahren erkannt, das Aktienrecht muss geändert werden. Die Manager brauchen eine Aufsicht. Und der Aufsicht ist der Eigentümer. Wenn ich Unternehmer bin im Unternehmen, wollte ich können sagen, jawohl, Sie stellen ja als Direktor zu dem Lohn Leistung, wenn Sie die Leistung erbringen und so weiter. Und die heutigen grossen Gesellschaften funktioniert das nicht. Weil sie haben so viele Eigentümer. Oder ein paar Tausend. Oder vielleicht 500'000, ich weiß es nicht. Das gehört allen in die Gesellschaft. Und dort, wo allen alles gehört, gehört eben die Gesellschaft niemandem mehr. Das ist eben Kommunismus. Die haben auch immer gesagt, das Eigentum gehört allen. Hat das stimmt, hat allen gehört. Und dann bildet sich eine kleine Nomenklatur an, die sich dann bedient aus dem Eigentum, weil keine Aufsicht mehr ist. Darum muss man bei der Aktiengesellschaft die Aufsicht stärken. Und das macht das neue Aktienrecht, das jetzt vorliegt, das aber bekämpft worden ist bis vor 2 Monaten. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch bekämpft wird. Von der FDP, von der CFW, Wirtschaftsverband, die Economy Suisse. Da ist ja klar, das sind die Manager, die dort sind. Die wollen nicht, dass man jedes Jahr einzeln Verwaltungsräte wählt unter Angabe der Bezüge. Da kann man sagen, nein, für den Preis nicht. So macht man es ja in der Privatwirtschaft. Dann sollte man dringend jetzt zum Durchbruch verhelfen. Jetzt gehört man natürlich viele Sachen, oder? Also viel Unsinn auch. Man sollte die gesetzliche Höchstlöhne machen. Sie, wenn Sie sagen, der Höchstlohn für einen Verwaltungsrat in der Schweiz ist 500'000, wissen Sie, was, zu was das, das führt? Also alle Verwaltungsräte, die an der Firma 500'000 wollen. Und 97% oder 99% von allen Gesellschaften haben Verwaltungsräte weit unter dem Preis. Nein, wir müssen aufpassen. Verantwortung ist der Eigentümer und das Privateigentum ist in den Gesellschaften nicht geschützt. Also diese Sachen müssen jetzt dringend gemacht werden. Das eine ist von den Banken. Ich hoffe, dass sie verwachen. Und das andere ist der Staat, das Aktienrecht, der Schutz des Eigentums. Privateigentum ist eine wichtige Säule. Und das dritte ist, unsere Banken, wenn man die nicht fallen lassen kann, weil sie die Volkswirtschaft mit reissen, müssen wir auch das Risiko so machen, dass wir das überhaupt tragen können. Heute sind die Grossbanken eine Gesellschaft weltweit. Der Blödsinn, was macht in den USA, dreht die Schweizer Bank. Und wenn der Staat das muss auffangen, wegen unserer Volkswirtschaft, dann ist er nicht mehr in der Lage. Reißt der Staat noch mit. Darum muss man das aufteilen. Unsere Fraktion hat schon vor Wochen so einen Vorstoss eingereicht. Wir müssen dafür sorgen, dass wir separate Ländergesellschaften haben, persönlich, die unabhängig sind voneinander, in einer Holdinggesellschaft und die Schweizerische Bank auch eine eigene Gesellschaft ist.
Wenn in den USA etwas passiert und der Bank Konkurs geht, und das ist jetzt heute keine Theorie mehr, dass Banken Konkurs gehen, also jetzt muss mir niemand mehr sagen, das kann gar nicht passieren, dann reißt sie vielleicht die Holdinggesellschaft mit, aber die schweizerische Bank nicht. Und das gibt ja keine volkswirtschaftliche Katastrophe. Und da muss jetzt endlich gehandelt werden, das ist ja keine neue Erkenntnis. Aber immer sagt man, nein, die Banken gehen nicht kaputt. Und sie ist natürlich für sie ein bisschen Gewinnschmäler, und das ist ja klar. Aber vom Staat her sind die Banken, haben sie jetzt ein grosses Risiko. Wenn es nicht gemacht wird, bin ich der Meinung, muss man eine Volksinitiative machen. Das ist ein Anliegen vom Bürger, von den Steuerzahler, wenn man das nicht sieht. Wenn wir Finanzen in die Ordnung bringen, müssen wir jetzt fragen, wie bringt man Konjunktur in die Ordnung? Ich sage ein paar Ratschläge. Zuerst als Unternehmer. Das ist immer wichtig. Es ist langweilig, aber ist es so? Ich habe ein paar Unternehmer gefragt. Was soll man denn machen in dieser Situation? Kosten im Griff behalten. Stinkt langweilig. He? Kosten im Griff behalten musst du einfach. Dann musst du ja die Hause auch, wenn du ein bisschen Not kommst. Du musst ja schauen, wie kann ich noch schauen, dass ich mit dem Geld durchkomme. Ja, nicht sparen bei neuen Sachen. In den schlechten Zeiten wollen die Kunden neue Sachen. Neue Sachen, die einem Kunden etwas bringen, wo er besser ist, wo er schneller ist, wo er billiger ist, als jetzt die Hirnanstrengung bringen. Jetzt sage ich Ihnen tröstlich, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ja Marodi-Firma übernommen, die ich nicht gewusst habe, also die ich Ems übernommen habe. Habe ich nicht gewusst, ob wir überleben. Ich hatte kein Geld zum Forschen. Wir sind nie so innovativ auf neue Produkte, wo wir kein Geld haben. Warum? Weil wir uns müssen konzentrieren auf das, was kommt. Und wir sind unter so einem Druck gestanden. Ein Überlebensdruck. Dann wirst du stark. Wenn du zu Grund gehst, wirst du stark. Das sage ich den Unternehmer. Und dann halt ein Haufen Sachen, die in den Unternehmen auch gemacht worden sind, die Blödsinn sind, musst du halt rückgängig machen. Du musst halt wieder auf den Lebensboden zurück. Im Staat. Jetzt müssen wir aufpassen, dass kein Blödsinn gemacht wird. Was wollen Politiker machen? Immer das Gleiche. Die Ausgaben nur tun und sagen, jetzt gehen wir Geld, Investitionen und Zeug und Sachen machen. Dann kurbelt das Konjunktur an. Ich habe schon gehört in Bern, nein, das Ausgabenkürzungsprogramm wird nicht mehr weitergeführt, die Ausgaben werden nicht abgenommen. Wissen Sie, was das heisst? Mehr Steuern, Abgaben und Gebühren für den Bürger. Jetzt noch in einer schwierigen Zeit nimmt man denen, die das Geld zusammennehmen sollten, den Betrieb, nimmt man den Klotzen weg. Nimmt den Klotzen weg. Zum Einzelnen verteilen. Sie müssen das Gegenteil machen. Den Bürger stärken, nicht den Staat. Den Bürger müssen sie stärken. Und den Staat können sie noch enorme Kosten sparen. Das ist ein Vorteil, dass ich 4 Jahre nie gesehen habe. Nein, da haben sie noch viele Reserven. Sie müssen Steuern senken. Sie müssen Steuern senken. Und zwar schnell. Die Abgaben, die Gebühren, es ist gleich. Einfach, sie müssen einem Bürger viel lassen. Wir treten ein. Schon vor einem halben Jahr, wie wir das gesehen haben. Rasch Mehrwertsteuer senken. 1% gibt 3 Milliarden. 3 Milliarden muss man zurück. Ha? Jeder Gewerbetrieb, jeder, der da ist, hat 1% weniger Mehrwertsteuer. Der Bürger kauft die Sache günstiger. Es dämpft die Inflation. Man hat ja Angst, es gäbe jetzt Inflation, wenn so viel Geld geschaffen wird. Das ist ja die nächste Gefahr. Mehrwertsteuer senkt sie. Wir haben etwa 3 Milliarden Überschuss. Schon 2008 hat unser Präsident, Nationalrat Toni Brunner, gesagt, wieso verteilen wir das nicht? Er hat gesagt, jedem 500 Steine heimschicken. Das ist gar keine so eine dumme Idee. Das Geld dem Bürger lassen. Gibt auch andere Systeme natürlich. Die IV, wenn es ja nächstes Jahr Mehrwertsteuer erhöhen, um die Untätigkeit der Behörden zu entdecken. Das ist nichts anderes, oder? Keine IV Mehrwertsteuererhöhung. Das ist wieder 1,5 Milliarden. Nein!
Jetzt muss man den Bürger stärken. Das ist konsequent. Und zwar nicht, dass man dem Bürger sagt, du zahlst ein bisschen weniger Steuern, es ist schön. Das ist auch eine Massnahme. Nicht Bankenrettung. Das stärkt die Volkswirtschaft. Und wir sind in der guten Lage. Wir können es. Wir können es. Alle da die Fantastenprojekte, die wir beschlossen haben, rückgängig machen. Da die Energiegeschichte. Wenn sie rückgängig machen, dann haben wir auch keine so eine Strompreissteigerung mehr. Man hat es halt schon beschlossen im Übermut. Die Banken müssen die Bonusgeschichte abschaffen, die haben es abgeschlossen im Übermut. Und der Staat muss die selber reduzieren, hat es abgeschlossen im Übermut. Der ist dann kein Dreck besser, als Menschen sind im Staat und in der Wirtschaft alle gleich. Ja. Reagieren auch alle gleich, wenn es gut geht. Oder, das haben wir halt auch gemacht. Das sind Fantastenprojekte. Die Entwicklungshilfe niederhöhen. Schauen, was nützt. Und ja, keine Entwicklungshilfe, nur weil es die anderen auch machen. Schauen, dass wir nicht in die Europäische Union gehen. Plötzlich wird das alles wichtig. Warum? Sie müssen als Staat können handeln. Stellen Sie sich mal vor, wir wären jetzt in der Europäischen Union, das sehen Sie. Wir haben keine Notenbanken mehr, wir haben keine Nationalbanken mehr. Die Staaten können nicht mehr handeln über die Nationalbanken, sondern die müssen aus der leeren Staatskasse unglaubliche Beträge müssen die einsetzen. Und die haben zum Teil also nicht einfach nur Darlehen und Investitionen, sondern à fond perdu, raus, Ausgaben. Und dann stiessen dann die Politiker in den Grind, wenn sie das machen. Jetzt sagen, jetzt sind wir Primat der Politik, jetzt befehlen wir, das haben sie ja gesehen, haben sie ja gelesen, was der Sarkozy da rausgelassen hat. Oder er sagt, jetzt haben wir alle Schlüsselindustrien, Staatsbeteiligungen, oder? Jetzt sagen wir, wie es muss sein. Dann gehen die Kürze nicht runter. Und da der Steinbrück da aus dem anderen Nachbarland, oder? Ja, nein, jetzt sagt er, die mich Geiseln führen und wenn wir schon das Recht außer Kraft setzen und für die Banken da Geld geben, jetzt lassen wir die Rechtsordnung sein, oder? Jetzt sagen wir da im Nachbarland, wenn du nicht willst, pass denn auf, du. He? Wir haben diesen Geisler, der hat natürlich vergessen. Also wenn ich an unsere Innerschweizer Geiselklöpfer denke, dann können wir es dann aufnehmen. He? Aber auch bei uns, oder? Gehören Sie da wieder von der linken Seite. Jetzt gilt das Primat der Politik. Immer wenn etwas passiert in der freien Wirtschaft, gilt das Primat der Politik. Das haben wir gut gehört nach der Swissair. Und dann ist auch das Primat der Politik gekommen. Hat man Swiss gegründet. So viele Milliarden verloren für etwas, was man von Anfang an gesehen hat, dass man da verliert. Mit so einer Konzeption, oder? Vergessen! So, nein. SBB Cargo, oder? Das war das Primat der Politik, oder? Das ist alles vergessen. All die Pensionskassenskandal vom Bund, Milliarden Defizit, galt das Primat der Politik. Das ist die Sehnsucht von den Politikern, wenn wir es machen, geht es besser. Politiker können es nicht. Auch wenn ich in der Politik bin, kann es auch nicht. Man kann nicht vom Staat zentral so etwas machen. Die freie Marktwirtschaft ist das Erfolgsrezept für die Menschen, dass alle möglichst viel Arbeit haben und es gut geht. Das zeigt, das ist nicht eine Ideologie, ich bin kein Ideologe, das ist die Erfahrung. Was ist denn passiert mit der Planwirtschaft? Schon vergessen. Ganze Staaten in Ruin, ein Elend, habe ich die Staaten noch besucht vor dem Zusammenbruch. Etwas Furchtbares. Ich habe einen Taxichauffeur, habe ich 100 Mark gegeben, dass er etwas gemacht hat, was verboten ist, nämlich in einen Kindergarten und in ein Altersheim und ein Spital mich geführt, in der DDR Todeswahl. Jahrelang hat es mich fast, ich war fast erbrochen. Das ist kein System. Wir müssen auf dem bleiben. Natürlich ist die Privatwirtschaft nicht gefeit davon, dass es auch Fehler gibt. Das ist so. Aber jetzt, ich will ein Heft in die Hände nehmen, durch die Politik, das ist ganz, ganz verkehrt, oder? Darum müssen wir auf dem bleiben. Meine Damen und Herren, wenn ich es zusammenfasse, ist, wir müssen einfach das Vernünftige machen.
Wir müssen den Mut haben, Abschied zu nehmen von dem, was, wenn wir ehrlich sind, nicht unbedingt nötig ist. Und die Sache wieder auf die Realität bringen. Auf die normalen Lebensgrundsätze. Ich sage nochmal, die Schweiz ist relativ gut gerüstet für das. Erstens wollen es alle. Zweitens, wir haben einen relativ hohen Grad. Aber wir sollten uns nicht so viel auflasten. Wir haben natürlich auch Ideen, es möge alles ertragen. Damit komme ich auf Migration. Das ist eines der grossen Probleme. Wir haben sie den Dingen seit der Hochkonjunktur relativ gut können ertragen. Fängt wieder an. Die Asylzahlen, wenn Sie jetzt Diskussionen hören, steigen. Die Asylzahlen, es gibt gar keinen Grund, warum die steigen. Die kommen nicht aus Kriegsgebieten und etwas Besonderes passiert. Sie steigen, weil man es zulässt. Sie, das Asylproblem heisst, zu schauen, dass die, die kein Anrecht haben auf Asyl, nicht kommen. Und nicht sagen, wir müssen Unterkunft suchen für die, die kommen, die nicht kommen sollten. Man darf das nicht verwalten. Dann kommen wir zu der Personenfreizügigkeit. Wir haben erstes Jahr die volle Personenfreizügigkeit mit den ersten Staaten. Erstes Jahr. Voran haben wir Quoten gehabt. Mit den neuen Staaten haben wir Quoten. Und Rumänien, Bulgarien haben wir sie gar noch nicht. Und jetzt sagt man, es sei ein Erfolg. Ich bitte Sie auch da. Das ist auch wieder der grösste Wahl. Da muss ich auch die Wirtschaft dran nehmen. Einfach zu sagen, es geht ja gut und es kommen alle und wir können es erträgen und hätten keine Arbeitslosen. Ja, jetzt. Wenn Sie schauen, also Sie werden auch Arbeitslose zahlen, werden wir mehr bekommen. Da gibt es nichts zu wollen. Wieso nicht, nicht ein bisschen realistischer sein? Ich begreife den Unternehmer. Ich kann auch gerne, wenn möglichst viel kannst auswählen und die ganze Welt begreife ich. Aber für die Wirtschaftspolitik ist das kein Rezept. Es ist nicht wahr, dass ohne Personenfreizügigkeit wir keine Arbeitskräfte finden in der Industrie. Sie können holen, so viel sie wollen. Das kommen auch alle. Die Schweiz ist eben gut aufgestellt. He? Wenn der gemeint, wenn wir auftun, jetzt kommen sie dann vor allem von Polen und weiss ich woher. Sie kommen von Deutschland. Das ist ja nicht ein Entwicklungsland. Ja, gut, wenn ich den Herrn Steinbrüch höre, habe ich manchmal das Gefühl, aber. Wir sind begehrt. Wir haben es früher nicht bekommen, weil wir Grenzen zugemacht haben bei einer gewissen Zahl. Und da hat man sehr einen schweizerischen Vorrang gehabt und so weiter. Und letztes Jahr sind enorm viele gekommen. Enorm viel. Wir haben ja Klauseln gehabt, dass wenn mehr als 10% kommen im Vorjahr, hat der Bund das Anrecht, für die zwei folgenden Jahre wieder Quoten einzuführen. Ich kann es nicht verstehen, dass der Bundesrat noch im Mai, wo man ja gesehen hat, dass es könnte falsch rauskommen, das nicht gemacht hat. Wir hätten sie nicht müssen erfüllen, wenn man nicht hätten will. Wir hätten können sagen, wir haben das Recht, aber überschritten. Nein. Angesichts der guten Erfahrung, angesichts, dass es so gut läuft, hat er die Quote fallen lassen. Es ist für mich unverständlich, und nicht erst schon im Mai. Weil man hat doch gesehen, das geht doch nicht so weiter. Einfach aus Erfahrung aus, es geht nicht so weiter. Ich habe nicht gedacht, dass es mal jetzt so einen Moment, so eine tiefe Krise gibt, dass alle Banken rein müssen. Das habe ich auch nicht gesehen. Aber dass es Konjunkturabschwächung ist, das hätte man hier sehen müssen. Ja, wenn man nicht auf das Institut gehört hat. Und die höre ich auch nicht. Ich bin ja immer froh, dass der Eger gesagt hat, ich sage jetzt dumm für das. Weil ja, nein, da musst du auf einfachere Mittel stützen. Die können sie auf Theorien stützen, die nachher nicht aufgehen. Nun, es ist natürlich auch eine Hochkonjunkturblüte, was sich das Parlament geleistet hat. Zwei Fragen von zwei verschiedenen Vorlagen, wo der Bundesrat ja auch zwei verschiedene Vorlagen hat. Nämlich die Weiterführung von bisherigen. Da bin ich der Meinung, bei allem Zweifel an der Personenfreizügigkeit, man sollte dem ja sagen, wenn es dann schlecht aussieht, muss man es künden. Das haben wir dann allenfalls künden. Aber die Ausdehnung auf Rumänien, Bulgarien, jetzt, vor allem mit dieser Vorlage, kommt nicht in Frage. Also beim einen ja sagen, beim anderen nein. Und was macht man? Man bindet die zusammen. Wollen sie das eine und das andere,
da können sie nur schlecht beantworten, nur verfälscht. Nein, das ist eine so eine Dreckigkeit gegenüber der Demokratie. Das können sie sich nur in Hochkonjunktur Jahre leisten. Und jetzt, was machen wir so? Wir haben gesagt, dann sollen sie die Verantwortung selber tragen. Machen wir kein Referendum. Sie ist jetzt stand gekommen. Und jetzt hat man die Fragestellung. Und jetzt müssen sie sagen, was machen wir? Wir haben diejenigen, die sagen, wir bleiben daheim. Wenn ein Schweizer eine Frage, die man stellt, an der Urne sagen, wir bleiben daheim, dann bin ich ein bisschen heikel. Ich bin der Meinung, das wenig Schlechteste ist Nein sagen. Dann müssen sie es noch mal bringen, beides. Und sie müssen halt mit der EU selber schauen, wie sie da zustande kommen. Sie haben sich zusammengebunden unter wohlwollender Begleitung vom Bundesrat. Meine Damen und Herren, zum Schluss. So beurteile ich die Situation. Wir kommen nicht drum herum, es gibt einen starken Abschwung. Wir müssen hier durch. Wir könnten durch. Wir sind gar nicht so schlecht gewappnet. Aber Abschied nehmen von all dem, was wir nicht jetzt machen sollen. Und auf den Lebensgrundsätzen bleiben. Eine selbstständige Schweiz. Eine selbstverantwortliche Schweiz. Starke Bürger. Kein aufgeblähter Staat. Das ist Politik, die immer sein sollte. In der Hochkonjunktur wird es nicht gemacht, wenn man übermütig ist. Und in der Ding hört man es so gern, in den schlechten Zeiten. Aber es ist ein Rezept für eine gute Politik und eine gute Lebenshaltung. Ich bin zuversichtlich. Danke.